Finden wir heraus, welcher Fahrer hier in Shanghai auf das Siegerpodest des Grand Prix von China klettern wird. Kurven. 54% dieser 5,4 Kilometer langen Strecke sind üblicherweise mit Vollgas zu fahren. Und auf der langen Geraden erreichen die Fahrer bis zu 322 km/h. Vor allem, wenn es mit offenem DRS vor die Kurve 14 geht. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Ricciardo, Vettel, Max Verstappen und Gasly, der Witzbold, Stroll, Leclerc und Carlos Sainz, Perez, Ocon, Lando Norris und Albon, Kvyat, Schumacher, Nobuharu Matsushita und Kevin Magnussen. Russell, Giovinazzi, Latifi und Kimi Räikkönen rundet die Startaufstellung ab. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen. Im Moment droht kein Regen, die Bedingungen sehen gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran.
Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Alles klar, so weit, so gut. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus! Was ist passiert? Bist du in Ordnung?
dir gut? Motor aus, Motor aus. Schön gekracht, alles okay? Bist du verletzt? Bleib da, die Marshals sind auf dem Weg. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,5 Sekunden. Dein Frontflügel hat etwas abbekommen. Scheint nur geringfügig zu sein.